Stößchen. Brust, egal wo sie hängt. Ja, ob oben oder unten oder hinten, links, rechts. Wie heißt das jetzt hier nochmal? Ich jetzt, ich komme Jetzt wieder. mal unter uns. Achso, jetzt mal unter uns. Die längst überfällige zweite Folge. Und heute wird es ein bisschen schweinig. Lecker wird. Kann man das mal sagen? Delikat. Leidenschaftlich. Oh ja, das Zart. kann man so teilweise sagen. Es wird natürlich auch ein bisschen geschmacklos, ein bisschen ranzig, Ja, ein ein bisschen. bisschen käsig. Es sind hier auch Sachen dabei, die sind absolut nicht für Jugendliche geeignet. Ja, also absolute Jugendgefährdung, wenn man so hinten auf der Hülle liest. Aber wir reden ja nur darüber. Ihr seht das nicht, ja, weil Ihr das könnt es ist. euch vorstellen, in euren Wildesten Träumen, würde ich jetzt glatt mal sagen, ja. Und ja, es geht um vier Filme aus dem Erotikbereich. Ich würde auch sagen, Sexploitation. Porno. El Cante Torno, sagt das bitte, weil ich weiß nicht, ob der Algorithmus dieses Wort so geil findet, wenn man das in den Mund nimmt. Wenn ich das Wort Algorithmus höre, könnte ich schon draufkotzen, ja. Nein, wird jetzt nicht. Es wird jetzt nicht draufgereiert, ja. Wir genießen unser Bier und halten jetzt einen kleinen Schnack. Ich weiß nicht, wie lange dieser kleine Schnack wird. Also planen mal ein bisschen Zeit ein. Ihr könnt nebenbei noch ein bisschen was braten, kochen oder ihr könnt aufs Klo gehen oder vielleicht Autoreifen aufpumpen. Fangen wir mal mit dem ersten Film an. Das ist ein Werk von 1978. Ein Film, der ja mal auf dem Index war. Der auch schon vor ein paar Jahren auf DVD rausgekommen ist, zumindest von Donaufilm. Und der jetzt auch schon vor ein paar Monaten als Nummer 5 in der Ordinary Dreams Collection, als Nummer 5 rausgekommen ist. Ich habe von dem Regisseur noch einen anderen Film da, aber der hat, ja gut, der hat auch so ein paar erotische Elemente, aber der geht dann doch eher so in die Richtung Slasher, mit einigen sehr unfreiwillig komischen Szenen. Und zwar ist die Rede von John D. Lemmons Sündige Versuchung bzw. Felicity von 1978, ein ausschweifender Erotikklassiker, in dem es um eine Klosterschülerin geht, die gute Felicity, die eine Reise nach Asien bzw. nach Hongkong unternimmt. Damals war das natürlich noch Kronkolonie gewesen von England, ja, und ich glaube, in den 70ern wurden unzählige Filme in Hongkong gedreht, rauf und runter, egal was jetzt, ob es das Martial Arts ist oder jetzt halt diese Erotikkost. Und ja, die gute Felicity, ja, die lässt sicherlich nichts anbrennen, ist ein bisschen unschuldig, aber sie hat natürlich zumindest im Kloster so ein bisschen mit ihrer Mitschülerin rumgefummelt. Sie liest auch gerne erotische Romane und schon auf der Reise hin nach Hongkong, ja, befummelt sie sich natürlich und dann treibt sie auch noch ein Pärchen im Flieger. Ja, gut. Das ist scheinbar nicht Sperrholzklasse, das ist schon Schweinkramklasse, die sie da angebucht haben in diesem Holzflieger, aber egal. Dann hat sie dann so ein paar andere erotische Ausschweifungen. Es gibt dann so eine Art, ja gut, ich weiß nicht, ob das eine Orgie war, in so einer Schunke halt, wird rumgefummelt. Es gibt natürlich auch, ja, so ein bisschen lesbische Avancen. Und dann trifft sie dann noch ihren Sugar Daddy, der eigentlich nicht so alt ist für einen Sugar Daddy. Aber ich glaube, früher gab es auch schon so eine Art Sugar Daddy. Ja, und dann bin ich eingeschlafen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es dann zum Schluss eine Szene gab, wo sie mit ihrem Lover, mit ihrem Freund, sagen wir es mal so, irgendwo am Strand rumgemacht hat. Meine Erinnerungen sind sehr, sehr verblasst und es ist im Grunde genommen, es ist eigentlich ein harmloser Film. Also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Gut, man sieht. Ja, für Leute, die Remi Demi wollen, für die ist das nix. Ja, für wen ist denn das dann was? Das ist was für die Zarten, die im Garten sind. Gut, man sieht auf jeden Fall einiges an Quarktaschen. Den einen oder anderen Wolf sieht man auch. Ein Ja, paar. früher war das halt so. Da war das noch nicht so in mit Hygiene und Rasur und so. Und hier leben ja trotzdem fast alle noch. Gut, doch, Denen doch. ist nichts weggeschimmelt oder so. Also ich glaube schon, dass sie damals auch regelmäßig baden und duschen gegangen sind. Das war doch auch schon Man Hygiene, sieht es ja? den Leuten an, dass sie sehr rein waren.
Also, ne. Körperlich, aber im Kopf hatten sie dann doch sehr, sehr viele unreine Gedanken. Sehr viele schmuddelige Gedanken. Also ich fand den Film toll. Da lief zwischendrin eine schöne Melodie, schöne Musik, sehr angepasst an die Situation. Sehr zärtlich, sehr leidenschaftlich. Ich fand den richtig gut. Ich muss nicht immer Remi Demi haben. Ich finde auch mal solche zarten, leidenschaftliche Filme auch mal ganz okay. Zum Entspannen ist es auf jeden Fall okay, weil der Lord ist ja eingepennt. Ihm war das ja zu langweilig. Es war halt entspannend gewesen. Zum Eintauchen ist es echt optimal. Oder sagen wir es mal so, es ist halt einsteigerfreundlich, wenn man denn mit dieser Art von Film klarkommt. Wenn man einfach mal was anderes sehen will, anstatt 3 Stunden Peng, Boom, Bang, Effekt, Erotik, Effekt, Sex, dann ist das genau der richtige Ausgleich, sagen wir es mal so, weil das Ganze ist zumindest, habe ich noch so eine Erinnerung, sehr ästhetisch gefilmt. Ja. Es hat eine schöne Kamerasprache, es ist nicht so weich gezeichnet wie jetzt Filme von David Hamilton, der gerne mal hier seine Erotikfilme schön weich zeichnet, bis dir die Plörre in den Augen steht. Und der Film hat auch einiges an Humor. Aber wenn ich ehrlich bin, mir wäre es lieber gewesen, die Handlung hätte sich halt in diesem australischen Kloster abgespielt. Anstattdessen kommen wir fliegen rüber nach Hongkong und machen da eine schöne Sause und rudeln einmal durch die ganze Stadt durch. Ja, ja, einfach mal. Was? Einfach mal. Was einfach mal? Ich hab's Wort vergessen. Ui, vielleicht fällt es dir nochmal ein. Ansprüche runterschrauben. So, Erwartungen runterschrauben. Na gut, wenn man es mal so überlegt, ist der Film eigentlich ein Stück weit auch ein Autorenfilm. Weil ich glaube, weil, ja, das ist. Weiß ich nicht, das, heutzutage könnte ich mir das nicht mehr vorstellen, dass diese Art von Film gemacht wird, dieses locker leichte. Das ist alles tabu und heute ist alles spießig und nein, kein Sex und ihr wisst ja, immer verhüten. Ja. Was redest du denn da? Ich dachte heutzutage, wenn alle verdorben. Nein. Das ist echt hardcore. Wer ist denn noch verdorben? Niemand oder was? Die Eltern, die ihren Kindern keinen Respekt beibringen, ja. Die sind ja gut, aber man muss ja dazu sagen, ihr Vater schickt sie ja da nach Hongkong zu ihrer Tante oder zu ihrem Onkel. Ja, wer war's denn jetzt nochmal? Oh, ist doch scheißegal. Ja, auf jeden Fall, die beiden lassen auch nichts anbrennen, ja. Und ich glaube, die beiden sind erst. Ja, das Mädel ist ja noch nicht mehr in der Butze richtig angekommen. Und da tut sie ja auch schon spannern. Ja, natürlich. Wie sie beide im Bett treiben. Ja, genau. Und das ist scheinbar dann. Da ging ihr ja schon voll einer ab. Und das ist dann der Startschuss. Und zwischendrin gab es mal eine Szene. Ich weiß auch, warum das Mädchen auf dem Mädchen in der Naht war. Ja, weil sie halt unerzogen ist. Aber was mir aufgefallen ist, da gab es eine Szene mit so ein paar Typen, die ja hinterher sind. Da habe ich gedacht, so, jetzt kommt vielleicht noch so ein Nebenplot mit irgendwelchen Menschenhändlern. Ja, oder so Typen, die Frauen verschleppen. Aber ja, gut, das war dann doch nicht so wichtig gewesen. Aber wenn man sich den Film heute anguckt und überlegt, dass das Ding auf dem Index war, weil irgendwelche Doofies damals gesagt haben, komm, lass uns mal die Dialogszene rausschneiden, damit er kurz ist und denen aufgefallen ist, ey, da ist ja nur noch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum der auf dem Index war, der ist so harmlos, aber man muss einfach dazu sagen, die Uhren ticken ja heute anders wie früher. Früher war das ja noch schlimmer mit Tabu und ja. Nein und mach das weg, mach das aus, blablabla. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Sind die Leute heute nicht mehr so drauf. Natürlich nicht. Ja, aber es gibt in einigen Zonen ist das immer noch Tabuthema. Sex. Nein. Machen wir nicht. Viele tun es immer noch, um sich zu vermehren, um den Stammbaum zu erhalten. Ja. Andere machen es als aus Spaß. Bumsi, bumsi. Andere machen es aus Entspannung. Ja. Und Felicity macht es einfach, weil sie jung und aufgeweckt ist. Und ja, gut, forsch ist ja, ja, experimentierfreudig würde ich jetzt nicht sagen, aber forsch, neugierig.
sie lebt es halt aus und das zeigt halt der Film, aber der Film ist halt dann doch ein bisschen von der Erotik halt gehobeneres Niveau, ja, aber Voll gelungen. Kann ich sehr empfehlen. ja, also ich muss jetzt sagen, innerhalb von der Reihe, ich fand ihn auf jeden Fall besser als die unmoralischen Engel. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Unmoralischen Engel war schon ein bisschen was anders. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, also. Ja, auch die Zarten kommen in den Garten, nicht nur Oh. die Harten. Ja, und das ist dann der Übergang zum nächsten Film. Und die Nackten und die Reichen kommen Oh mein sicherlich auch Gott. in den Garten. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich absoluten Gaga-Film, wo ich mich dann doch anhand der VÖ gefragt habe, weil die ein Wendecover hat, was ist hier eigentlich, was der Film ist, und auch die Inhaltsangabe ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es euch jetzt ein bisschen vorzulesen, damit ihr euch vorstellen könnt, was denn so in die Nackten und die Reichen so abgeht. Und hier geht es um 8 hübsche, gut gebaute Girls. Viele überlange Schlangen. Der Film spielt auf der Liebesinsel Ibiza und es geht hier um John Mortimer. Das ist ein Betrüger, der zockt einfach mal, ich glaube, zwei Banken oder so zockt er ab und macht sich mit der Kohle aus dem Staub. Er ist ein Betrüger, er zwar noch in der Heimat Paris, hatte noch eine Freundin, aber ja, komm, nachdem er die erstmal dann halber die ganze Kohle unten reingesteckt hat, verpisst er sich halt und. Ja, genau, Tina, ja, seine ehemalige Freundin, wird als erstes Opfer von John, keine Ahnung. Die Handlung ist eigentlich eher zweitrangig bei dem Film. Dann haben wir hier Isabelle, 19-jährige Französin, ja, versucht John nachzuahmen, erfährt frühzeitig ihre Grenzen. Ja, dann kommt natürlich eine Rockerbande. Und zeigt dir, dass man einen Rudel auch anders ausführen kann. Also ich muss sagen, die Rockergang, die da aufkam, die Typen da, die haben echt nichts anbrennen lassen. Und der große Höhepunkt in diesem Film war natürlich, als sie dann abends da halt auf diesem Anwesen da so eine richtig schöne Rudelparty alle gefeiert haben. Oh Ja, ja, oh am ja. Schwimmband recken, Becken. Jeder hat's mit jedem getrieben. Genau. Allen Posen. Und dann gibt's ja diesen Typen, diesen Konsul, den John ja auch kennt, und der hat natürlich neben seiner Frau dann noch zwei bedienstete Girls und die stehen natürlich dann auch mit Rat und Tat zur Seite und das ist sozusagen die Handlung. Also in dem Film geht es halt um einen Betrüger, der dann eigentlich die restlichen 80 Minuten nur Party macht und der Haufen an Frauen, die dann ihn umgeben werden, immer mehr, aber ja, der kriegt halt nicht genug davon und ich habe mich die ganze Zeit gedacht, so komm. John, jetzt wird John noch verurteilt, gleich stehen die Cops vor seiner Tür, aber nö. War nicht so. Ja, und die Dialoge waren einfach total ätzend, total peinlich. Und mir dann denkt, oh mein Gott, wo haben sie denn die Leute ja gecastet, ey? Ich würde jetzt direkt sagen, von Quelle müsste man sie direkt zensieren. Piep. Ja, also. Boah. Ja, wobei man sagen muss, ist, dass die Synchro halt doch sehr professionell ist für so einen alten Ja, schon, Vintage-Schinken, aber ja? so abgehoben, so, ich würde jetzt nicht sagen abgespaced, aber. So arrogant, so oberflächlich. Also, und ich, ne. Na gut, das Ganze spielt ja im Jet-Set-Milieu, im Milieu der Ja, Reichen. Und sicher. da sind die alle ein bisschen abgehoben. Das sind halt Figuren, mit denen ich mich persönlich eigentlich nicht identifizieren kann, aber ich meine mal, okay, das ist halt so, dass der So Film. ähnlich wie Tatütata, mein Techlein brennt. Der Film heißt halt nicht umsonst Die Nackten und die Reichen. Eigentlich hätte er heißen müssen Die Nackten Reichen und noch mehr nackte Reiche, weil sie sind eigentlich permanent nackt. Da wird eigentlich eine Rudelszene an die andere irgendwann nur noch dran gekleistert. Die Handlung ist dann sowieso irgendwann vernachlässigungswürdig. Ich meine mal, der John, der lässt ja nichts anbrennen, der knuspert dann irgendwann dann die Tochter vom Konsul weg. Ja. Der Konsul hat sowieso kein Problem, dass seine Töchterlein auch halbnackig da in der Bude rumhüpft. Ja, und ich weiß nicht, ein paar von den Szenenbildern auf der Rückseite, ich glaube, die sind so gar nicht im Film drin. Ja, und ja, was man sagen muss, es ist halt ein Film, wo man denkt, ja, der hat vielleicht am Ende so noch so eine moralische Botschaft, aber die kommt einfach nicht. John kommt einfach mit dem, was er tut, durch. Er kommt auch damit durch, dass
die ganzen Mädels hinter seiner Schlange her sind, ja, und dann ist der Film auch rum und ja, man hat sich daran irgendwann satt gesehen und das war es halt auch gewesen, ja, also ist jetzt ein Film, der auch nicht wirklich Nährwert oder Mehrwert hat, Bei ja. dem hätte ich mir gewünscht, ich wäre eingeschlafen, siehst du? Ja, aber leider ist sie nicht eingeschlafen, weil da gab es ja so einfach so ein paar unfreiwillig komische Szenen, vor allem der Konsul mit seinen beiden bediensteten Mädels. Ah ja, du meinst diese Szene unten im Keller, Ja, die beiden Ladies wo da. die dann BDSM gemacht haben für Arme. Oje, Ja, oje. war das BDSM? Ich Ja, ja. kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, sie hing doch dann so wie in so einem Frauenarztstuhl, nur so in der Schaukel mit den Beinen angewinkelt nach oben. Die andere. Nee, 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 das war ein anderer Film. Das war Top Sensations, glaube ich, war das. Hatten Das die war da auch BDSM? dieser Ami-Film. Nee, da waren eher. Nee, 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 nee. Aber egal, ja, man kommt auch irgendwann durcheinander, wenn man zu viel von diesen Filmen sieht. Ja, die Nackten und die Reichen, ja, gut. Ich meine mal, es geht um, wie der Titel schon sagt, Nackte und. Reiche, Verblödete. Die hätten eher sagen sollen, Betrüger. Die Nackten, die Reichen und ein Betrüger. Das wäre vielleicht ein viel besserer Titel gewesen. Ja, eine Veröffentlichung aus dem Hause Ribo Film. Wo irgendwie gar nicht die Laufzeit drauf steht. Aber ich meine mal, gut, was die Action-Szenen angeht, ist der Film doch relativ abwechslungsreich. Ich sag mal so, dass also die beste Szene war immer noch diese, wo sich alle treffen, also wo dann alle Charaktere beieinander sind abends bei dieser Party und dann Am Pool, geht es ja. dann so richtig ab, so Remi Demi, das war dann der große Höhepunkt. Der Film findet seinen Höhepunkt, aber John selber ist so eine Figur, der wünscht man ehrlich gesagt dann doch am Ende alles Schlechte. Man wünscht eher, dass er mal was auf die Fresse bekommt. Aber gut, die Einzigen, die was auf die Fresse bekommen, sind die Mädels. Und nicht nur auf die Fresse oder in die Fresse. Hast du noch ein paar abschließende Worte zu den Nackten Nein, und die nichts. Reichen? Kommen wir Nichts. zum nächsten Meisterwerk. Und das ist jetzt wirklich ein absoluter Klassiker. Es gibt davon Dutzende Verfilmungen. Es gibt davon diverse Fortsetzungen, die wir uns sicherlich auch jetzt noch in den nächsten Monaten, Jahren noch antun werden. Und zwar ist die Rede natürlich von einem der großen Klassiker des deutschen Erwachsenenfilms. Josephine Mutzenbacher, wie sie wirklich war, Teil 1. Mit der großartigen Patricia Romberg, die allerdings viel zu wenig in dem Bereich gemacht hat, weil sie dann Ende der 70er, Anfang der 80er sich gesagt hat, ja, nee, ich mache jetzt für meinen Job als, was war sie, Zahnarzthelferin? Ja, der medizinische Fachangestellte oder Ja, sowas. oder sowas, ja, genau. Ja, das ist, muss ich sagen, das ist schon ein Klassiker. Natürlich, manch einer wird unter den heutigen Gesichtspunkten, was Ästhetik und so weiter angeht, dann wohl eher dann doch viele Fragezeichen über Kopf haben. Ja, Mai, du legst ihn nieder. Ja, ich muss ganz viel spritzen, aber ich muss sagen, diese Filme haben dann doch sehr viel Charme. Die Dialoge natürlich sind teilweise echt drüber. Das Ganze ist sehr, sehr eher auf witzig gemacht, aber ich meine mal, da kommt echt viel Schwung in die Bude rein und auch die Handlung selber. Aber jetzt bayerisches Dialekt, bayerischer Akzent. Das ist sowieso mega geil. Na gut, wobei das Ganze spielt ja eigentlich in Österreich. Ne? Josephine Mutzenbacher ist eigentlich eine österreichische Punkt, 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 dann irgendwann gewesen, die halt aus dem Spaß, den sie da hat mit den älteren Herren, dann irgendwann eine Berufung gemacht hat, ja. Was spielt doch in München auch eine? Nein, nein, Wien, Wien. Josephine Mutzenbacher, Wien. Hier steht ja, so beschreibt die. Kann man das nicht rausschneiden? Ist doch scheißegal. So, Nee. hier steht so, die macht sich jetzt Sorgen, aber ist doch egal. Wir sind manchmal total unvorbereitet, ja. Hier steht ja ein Dorf auf der Rückseite. So beschreibt die legendäre Josephine Mutzenbacher ihr Leben im Wien von 1905. Ja, da kann sich der gute Doc wieder kaputt lachen, ne? Ja, und die Inhaltsangabe ist wirklich sehr, sehr episch. Zwischen Lust und Sünde hin und her gerissen, trieb ich mein lasterhaftes Leben. Ich war jung, unersetzlich und konnte der heißen Schlangen nicht genug bekommen.
Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, weil mein heißer Schritt mich quälte, verschaffte ich mir selbst Erleichterung. Dabei wurde ich von meinem Stiefvater beobachtet, was für ein Lümmel, der mich zum Beichten schickte. Doch in den Händen des braven Herrn kam ich vom Regen in die Traufe. Ja, und da gibt es ja diese Szene mit diesem Geistlichen, mit diesem Pfarrer. Und ja, also ich meine mal früher, da war den Filmemachern oder wenn die was gemacht haben, egal in was für Medien, den war eigentlich, die waren politisch sowas von inkorrekt unterwegs. Ja, wobei, ja gut, wenn man sich so Geschichten anhört, egal, ja, von welcher Kirche. Ja. Ich habe jetzt den wiederum verwechselt mit dem einen Sepp-Film. Ah ja, mit dem großartigen Sepp Kneisel. Oh ja. Der hier in einer Szene von der Josephine richtig rund gemacht wird und ja, ist ihr wirklich fünfmal muss er sie wegbängen. Beziehungsweise oder sie bängt ihn eher weg, ja. Also so viel auch zum Thema Emanzipation. Emanzipation gibt es ja erst seit 3 Jahren, eine Frauenquote. Aber. also die nachher auch. Ja, aber die Patricia, die ist wirklich nicht ohne. Ja, die ist mit alle Wasser gewaschen, ja. Ja, und ja, die bringt so eine unverbrauchte Erotik, bringt die halt einfach rüber. Unverbrauchte. Ja gut, ja, ich meine mal, das war in den 70ern. Nichts anbrennen lassen, ja, direkt drauf los. Ah, ja. Ja. Da kann man sagen, Remi Demi, ja. Und das wirkt halt, muss ich sagen, dann doch sehr natürlich. Auch wenn viele Situationen dann doch schon manchmal dann doch ein bisschen albern sind. Ja, aber das macht doch auch Film aus, wenn man Spaß dabei hat. Ja. Es wird immer nur rein, raus, jetzt bist du dran, einmal Seite drehen, einmal von hinten, einmal von vorne, fertig. So, und dann ein bisschen quack, 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 und dann, komm, zieh die aus, leg die nieder, dumm, sum, sum, sum. Ja, da hat doch gar keiner Bock drauf. Natürlich will jemand authentische Szenen mit drin haben, damit man sich in den Filmen richtig reinversetzen kann und miterleben kann. Ja, das ist einfach ganz toll. Nein, aber ich habe den jetzt vorhin mit dem anderen Film verwechselt, wo der Sepp Kneißl in der, wo das in sich in München abspielt. Ja. Deshalb habe ich das vorhin verwechselt. Ach so, du. Weil ich verbinde den Sepp Kneißl automatisch mit München. Kann dir nicht sagen, warum. Ja gut, ich meine mal, ja, ist halt ein bayerischer Akteur gewesen. Und Hans Bilian war ja auch bayerischer Regisseur, der früher eher mit harmlosen Filmen angefangen hat und dann so zum Rest eigentlich nur noch so. Ja, aber die meisten, die haben ja nicht nur Pornos gemacht, ne? Die meisten, die haben ja auch ganz normale Filme und Serien mitgespielt und so. Naja, sagen wir es mal so, Kasimir. Oder das war Zwischenlutscher, so ein Lückenbüßer-Ding. Was? Zwischenlutscher? Ja, die haben einfach zwischen erst was Normales gemacht und haben so Pornos gedreht und dann haben sie wieder was Normales gemacht. So wie die Romberg. Die hat ja auch am Anfang erst Normales gemacht, dann hat sie Pornos gedreht und dann ist sie wieder zurück in ihr normales Alltagsleben. Na gut, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich mir ihre Filmografie anschaue, hat die eigentlich nur Hardcore-Zeug gedreht. Naja, Hardcore. Hardcore ist für mich, ja, was viel Schlimmeres. Hardcore, Vibes run my dicken. Nein, Hardcore, das ist wieder eine ganz andere Sparte. Ja, aber für viele Leute ist das schon, dass, wenn man in der OFDB schaut, ist dahinter natürlich HC vermerkt, ne, bei dem Filmtitel. Das ist natürlich ja, Hardcore. Ja, früher war das Hardcore. Ja, ja, genau. Ja, natürlich, man könnte auch sagen Softcore. Ja, ja, aber ich muss sagen. Früher war es Hardcore. Aber ich muss halt sagen, dafür ist die Frequenz selber an Szenen in diesem Film wirklich, die steigert sich ja bis zum Ende. Da geht es ja Fall auf Fall. Ich sag nur diese Kutschfahrt mit ihrer Freundin da. Ja.
Oder dann die Szene mit diesen beiden Typen da. Oder dann die Szene halt mit diesem Herrn, der dann halt bei ihnen eincheckt, halt in was haben sie, so eine Art Hotel oder ja. Und der erwischt sie dann halt mit ihr oder beobachtet sie halt mit ihrem Stiefvater und erpresst sie dann halt. Also das nimmt zum Ende echt überhand. Also es wird absolut und nicht langweilig. Ich muss sagen, sie ist ja wirklich sehr neugierig und sehr forscht. Und immer wenn sich irgendwo ein Mann bewegt hat, ist sie und eine Frau bewegt hat, ist sie direkt hinterher und hat gespannert, was die jetzt wohl so treiben. Ja. Und dann hat sie sich direkt mit eingeklinkt. So nach dem Motto, oh, wenn die es jetzt machen, will ich es jetzt aber auch machen, gell? So. Genau. Und der gute Sepp, der musste in einer Szene 5-mal ran. Ja. Also der Film ist zu Recht ein Klassiker. Es gibt natürlich auch eine Josephine Mutzenbauer-Verfilmung von Lisa-Film. Die ist FSK 16 mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die früher 18 war. Natürlich, die kann man damit nicht vergleichen, ja, aber es gibt da unzählige Verfilmungen, was Josephine Mutzenbacher angeht. Das genauso mit dem Thema Funny Hill. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, der, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr viel Lust macht. Ja. Der gute, witzige Dialoge hat, weil halt einfach die Frau Romberg über allem steht, ob sie jetzt Klamotten anhat oder nicht, ist egal. Aber hat gefunzt. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist zu Recht ein Klassiker. Natürlich muss man sagen, Vintage, ja. So kann man es halt sagen, Teil 1. Was ich ja lustig finde an diesen Herzog-DVDs ist ja, das Menü, oh, wählen wir aus, Deutsch, Englisch, Französisch, können wir den Film gar nicht auf Französisch geben, weil die Dialekte, glaube ich, die gehen da komplett flöten, weil die Dialekte, die kommen so richtig schön urig darüber. Nein, die gehören einfach dazu, fertig. Ja. Das macht die Sache erst so ein bisschen authentischer einfach. Ja. Andere Sprachen übertünchen das ja. Dann hört sich's gar nicht mehr so echt an, so. Weiß nicht. Geht die Echtheit irgendwie flöten. Und das macht Flöten. Ja. Lass mal auf der Flöten spielen und es ist halt. Und es kommt dann auch einfach viel frivoler rüber. Natürlich, manch einer sagt dann so, ja, warum reden denn die ganze Zeit jetzt beim Poppen? Aber es ist halt einfach besser, wenn sie labern, anstatt dass sie halt nur stumm oder da rumstöhnen und dann ist halt oft dann auch irgendwann langweilig. Ja, das war auf jeden Fall dann ein absolutes Highlight. Der Käse, den heben wir uns natürlich bis zum Ende auf. Gott. Den Käse. Ich habe den Film ja anderen verwechselt mit einem anderen Film, der eigentlich in der gleichen Zeit entstanden ist, mit Zombies, aber das ist ein Film ohne Zombies, aber mit einem, ja, ich weiß nicht, ob der Mann Akne hat oder so, ein Inselbewohner, der irgendwie, weiß nicht, verstrahlt wurde oder so, hat seine Frau sein Kind verloren und dann hat er irgendwie rumwütet und dann halt auch ab und zu mal vielleicht mal einen mit seinem riesigen Dingelingedong umlegt. Die Rede ist von Joda Amados P-Holocaust. Borno-Holocaust. Die Insel der Zombies. Ich weiß zwar nicht, wo dann Zombie war. Okay, das war so. Zu der Zeit, glaube ich, hat er sich sehr oft probiert, halt. Borno-Elemente mit Horror-Elementen zu vermengen, ja, und der Mann war natürlich zu Lebzeiten Geschäftsmann und hat halt gemacht, was er gemacht hat und ja, irgendwann in den 80ern hat er angefangen, dann wirklich reinrassige Bornos zu drehen, also zum Beispiel mit Rocco Siffredi, mit Kelly Trump und wie sie nicht alle heißen. Und der Film selber ist eigentlich an sich nichts Besonderes, muss man jetzt persönlich sagen, die Handlung, die ist total banal. Geht da ein paar Forscher, die fahren auf irgendeine Insel und da, ach, keine Ahnung, war da eine Strahlung oder so und dann taucht plötzlich unser mit Arken überzogener
angeblich Ebola, so irgendwie sowas. Ja, für Ebola. Dann, ja. kommen die, dann kommen die einheimischen Indos und killen einen nach dem anderen, ja, so. Nee, es war ja nur einer. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wären zwei, aber es war nur ein Typ. Ein Typ und, ja genau, es geht hier um einen Investor namens Maurice, der sich halt auf Geschäftsreise an die Küste begibt, um neue Grundstücke für seine Hotels zu finden. Und dann wird im Hafen eine verstümmelte Leiche gefunden. Und dann, ja, nach einigen Techtelmechtel-Szenen auch in einem Puff für Frauen, wo sich eine Dame halt zwei schwarze Herren halt, ja, mal gönnt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heutzutage auch undenkbar, so eine Szene da irgendwie noch einzubauen. Machen sie sich auf den Weg auf diese Insel und da taucht dann halt dieser ja, Insulaner auf und ist Insulaner. Und flankt die halt weg. Also, ich glaube, eine Dame wird halt, die wirkt mit seinem Rüssel zu Tode, also stopft ihr in den Mund und dann ist sie tot. Weil ihr Mann selber, ich glaube, das war der oder war es dieser Doktor gewesen, der bringt es eh nicht. Der kriegt, ja, der hat keinen Stramm in der Hose und er ist dann hinüber. Und dann haben wir natürlich noch diesen Bootskapitän, der hier von Mark Shannon gespielt wird, der so oft von hinten die Damen wegflankt. Ja, und es ist. Weiß nicht, also an Gore gibt es hier fast gar nichts zu sehen. Also es gibt hier so ein bisschen was, aber das ist dieses übliche, sehr kostengünstig umgesetzte Italo-Gematsche. Die Musik, die dudelt da vor sich hin die ganze Zeit. Weiß nicht, so Lounge-Musik oder was das war. Ja, hier steht's doch. Hier, die werden heimlich von merkwürdigen Gestalten beobachtet. Also dann war es ja nicht nur einer in... Nee, es war nur einer. Nein, sondern es waren mehrere. Also hier steht es in Mehrzahl. Nee, es war nur einer. Also ich habe nur einen gesehen. Ich habe mehrere gesehen. Hast du auch wieder geschlafen, ne? Nee, ich habe nicht mehrere gesehen. Es kann natürlich sein... Und hier steht es auch. Die Insel birgt ein tödliches Geheimnis. Untote Kreaturen herrschen auf der Insel und warten auf frisches Fleisch. Ja. Oh mein Gott, so ein Müll. Also ich habe da niemanden gesehen. Also wer auf Trash steht, der ist hier genau richtig. Also es ist aber langweiliger Trash. Ich muss auch sagen, da waren keine Zombies. Da wurde nicht rumgewühlt. Dann gab es ja am Ende gab's die Szene, wo der Captain mit der anderen Überlebenden, wo die beiden dann auf dem Holzboot noch rumgerammelt haben. Da gab es so kurz diese Szene, wo man gesehen hat, wie dieser eine Regieassistent das Boot im Wasser festgehalten hat. Ja. Da musste ich nochmal zurückspulen und wirklich zu gucken, dass das drin ist. Aber es ist wirklich drin. Der hat das Boot festgehalten, während der Mark und, ich weiß nicht, wie sie heißt, steht da irgendwie ein Booklet drin, das ist eigentlich auch egal, da am Rammeln sind, also die beiden haben es dann Insel runtergeschafft. Ja, und, weiß nicht, da ist man so lost, wenn man sich diesen Käse anschaut, ja, und dann... Es ist auch irgendwie total, es ist schlecht gecastet, schlecht rübergebracht, also einfach nur, sieht gar nicht so echt aus. So. Nein, also da war ein Reinsetzungsvermögen total fail. Na gut, ich sag mal, Marks Runkelrübe war auf jeden Fall echt. Naja, Runkelrübe. Der hat's auf der ganzen Insel mit den Ladies getrieben. Ja. Und der eine hat ewig gebraucht, bis er erstmal gestanden hat. Ja, und dann stand, hing er direkt wieder. Ja. Und also da war der Sepp Kneisel ja echt ausdauernder. Und der Einzige, der sich da irgendwie ein bisschen geschämt hat, das war der George Eastman. Weil der ja wirklich ein richtiger Schauspieler war und sich bestimmt dann gedacht hat, was drehe ich hier? Du hast vorhin gemeint, Funari. Genau, Futanari. Sagen wir einfach Futanari, ich glaube, das war die, mit der es am Ende von der Insel runterschafft und die dann halt auf diesem Holzboot dann nochmal ein bisschen von hinten bedient, weil irgendwie ist er so ein Fan von Doggy-Style. Immer von hinten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ja.
Und ja, zwischendrin kommen natürlich diese ach so tollen Action-Szenen vor, die du absolut nicht magst. Frau und Frau, das ist ja absolut nicht dein Ding. Ja, was heißt Frau und Frau mag ich nicht. Ich mag schon Frauen. Aber in Massen ist es einfach ätzend. Dort, ja, es ist ja auch quasi so, dass man eine Szene dann quasi... ich hab nichts gegen Lesbis-Szene oder so. Dass man die wiederholt hat. Aber es gibt eines einfach. Ne? Ja, aber es sind immer die beiden... Wenn ich vorne gucke, dann will ich halt Mann und Frau sehen. Aber es sind halt... Nur aber es sind ja die gleichen... So viel... Aber es waren ja immer die, es waren ja die gleichen Ladies gewesen in den beiden Szenen. Einmal im Hotelzimmer und dann am Strand auf diesem... Auf diesem Holzstamm. Ja. Und ja, ich glaube, die deutsche Titelschmiede kam natürlich immer auf die Idee mit den Zombies. Weil es gibt ja noch einen anderen Film, den D'Amato zur gleichen Zeit gemacht hat, auch mit Schorschel Eastman, unser Maneater. Der vermengt auch quasi Porno und trashigen Horror, muss man jetzt mal wirklich sagen. Es sind keine guten Filme, ja. Ich meine mal, das Ganze hat schon so Karibik-Flair. Das Ganze ist in Santo Domingo gedreht. Das ist eine schöne Insel, schöner Strand, schönes Wasser, schöner Sand. Man muss ja dazu sagen, zwischen Sonne. Man muss ja dazu sagen, zwischen 1978 und 1981 wurden da viele Filme gedreht in Santo Domingo. Viele, viele Filme, nicht nur von D'Amato. Die ganzen italienischen Regisseure sind dahin und haben ihren Krempel da runtergerattert. Und der Onkel Joe, der war halt in erster Linie Geschäftsmann. Der wusste halt, was er wollte. Der wusste auch, was die Leute wollten. Die wollten sie einfach mal so 90 Minuten ins Kino hocken und einfach mal ein bisschen Remi Demi sehen. Nach heutigen Maßstäben muss ich allerdings sagen, ist das Ganze weder erotisch, noch ist es sonderlich gruselig, noch sonderlich blutig, muss man sagen. Das ist eigentlich also für kaputte Leute, die Trash mögen, ist das Trash enough. Ja, es ist auf jeden Fall Trash. Vor allem, wie die sich alle anstellen, wenn dann dieser Insulaner ankommt und. Ich sage ja wohl, die beiden Typen da umbringt mit dem mit diesem Holz. Mit Knüppel, whatever. Holzknüppel in die Fresse einen reinrendert. Ich glaube, das sah aus wie eine Spaltaxt. Und dann hat der eine Typ da diesen blutigen Waschlappen im Gesicht oder ein Stück Fleisch, was sie danach gegessen haben. Es sah einfach nur billig aus, genauso die Szene, als der Schorschel dann von hinten erwürgt worden ist. Oder halt die eine Dame, die ihrem leider eher impotenten Mann da einen rödeln wollte, dann plötzlich von ihm erwürgt wurde. Schramm dir einfach mal jetzt meine Hosenschlange nei. Einfach mal so nein gerendert. Ja, einfach so, ja. Ja, also man muss schon wissen, wo man sich drauf lässt, aber der Film selbst, allein der Titel Porno Holocaust. Also für mich hat der Film nichts mit Porno zu tun. Im Holocaust auch nicht. Ja, aber viele verbinden ja Holocaust mit Indo-Freaks, die dann irgendwelche Neuankömmlinge abmurksen und keine Ahnung. Da muss ich direkt um den anderen Holocaust-Film denken. Oh. Ja, ja, man muss sagen, wenn ich mir die Synopsis hier noch durchlese, hinter Porno-Holocaust steckt der italienische Kultregisseur Joe D'Amato, der mit diesem karibischen Liebesabenteuer, ja, es war wirklich viel Liebe im Spiel, sehr viel Sand im Getriebe, eher Liebe anstatt Liebe im Getriebe. Mit Horror-Einschlag. Der hat schon gute Filme gemacht, aber ich weiß nicht, warum er so einen Schrott macht. Naja. Das war ja echt ein Griff ins Klo. Nee, weil er sich irgendwann dachte so, ja, das wollen die Leute eher sehen. Die Leute wollen ein bisschen Bumsi-Bumsi sehen und vielleicht ein bisschen... Ja, dann waren ein paar Gewaltszenen. Die auch nicht Rede wert sind. Ja, da kenne ich sogar einen YouTuber, für den wäre das nix, weil der mag ja extreme Gewaltszenen an Frauen, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, was da ein schönes an extremen Gewaltszenen, wenn Frauen... ich weiß nicht, da geilen sich momentan sehr viele dran auf. Irgendwie nicht normal. Irgendwas stimmt bei den Leuten nicht. Die haben scheinbar vielleicht kontaminiertes Fleisch gegessen. Die erleben gerade ihren eigenen... Wahrscheinlich von Poultry Geist, oder?
Dann tanzen bei die Hühner in der Pfanne, die Zombie-Hühner. Ja. Vielleicht finde ich ja noch ein schönes Zitat in der Veröffentlichung, die durchaus gelungen ist, muss man sagen. Ja, aber es ist, das ist jetzt theoretisch, das ist jetzt ein Film, wenn ich wüsste, ich habe da noch, ja, ich habe da noch andere Bornos rumstehen im Schrank, in der Borno-Erotik-Ecke, wo ich ganz klar sage, den gucke ich mir kein weiteres Mal an. Das ist, ja, die Stude kommt ja auch immer noch zu Besuch. Das ist halt einfach nur ein Film zum Krampfen. Ja, aber ich habe hier gefunden, so ein Absatz, da steht, aber Porno-Holocaust, ein Film wie die Fumetti per Adulti aus Italien, diese Taschenbücher, wilde, grenzenüberschreitende Storys mit verlockenden Titelbildern, vielleicht kennt ihr sie, sehr empfehlenswert. Puh, weiß nicht, war die Story grenzüberschreitend? Inwiefern? Ja, es hat die Story irgendwelche Grenzen überschritten. War da was total grenzdebil? Die bescheuerten Grenzen. Da war was total grenzdebiles dabei. Ja, das ist halt einfach. Das ist ein Film, der zehrt einfach von seinem Regisseur, der zehrt auch ein bisschen vom Schorschel Eastman, der zehrt ein bisschen von Mark Shannon. Der halt, vor allem, ich glaube, der hat, wenn es im Spiel gesehen hat, gesagt, ich bin eigentlich ein hässlicher Typ, weil ich diesen fetten Busch da an der Fresse habe. Deswegen gibt es jetzt hier nur Action von hinten. So kam mir das ein bisschen vor. Natürlich gab es auch... Ja, alles. Ich sag ja, schlecht geschauspielert, schlecht gecastet, schlecht rübergebracht. Aber nur schlecht. Aber die Szene in dem Puff für Frauen, die war doch sehr ansprechend, oder? Hm, naja. Der eine hat sein Dingeling auch nicht hochbekommen. Nur der andere hat die ganze Zeit da gerödelt, der andere, der hat irgendwie, der war... Ja, der andere hat sich die ganze Zeit nur lecken lassen. Was, lecken lassen? Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich könnte es jetzt ausführlich beschreiben, dann werden wir bestimmt gestrikt oder so. Wir werden dann gleich gesperrt, ja. Ja. Ja, nee, nee. Lecken lassen, direkt Kopfkino, Pam. Nee, also, bin ich ehrlich, das ist so ein Film, den muss man persönlich nicht haben. Also der bringt zwar alles mit, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht spannende Unterhaltung für einen schönen, feuchtfröhlichen Erwachsenenabend. Aber irgendwie dann ist das trotz des Settings ist das so fad. Ja, und dann denkst du ganz halt, oh, jetzt geht endlich mal was ab und dann. Es gibt einfach zwei Szenen, da sieht man dem Eastman an, dass ihm das einfach total unangenehm ist. Und dann, wenn der Shannon weggeht am Strand, um nochmal die Futanari da wegzuflanken, ja, ich mir auch gedacht, er hat sich bestimmt gedacht, ist jetzt der Film rum, werde ich jetzt endlich aus der Handlung gekillt, damit ich nach Hause fliegen kann. Tschüss. Und dann dieser Fehler am Ende, wenn man den Regieassistenten sieht, ja, der das Boot festhält. Ich weiß gar nicht, wie lange stand der da im Wasser? An dem haben bestimmt irgendwelche Fische schon geknabbert, der danach auch keine Wurst mehr in der Hose gehabt. Aber gut. Das sind alles nur Vermutungen, Spekulationen. Aber der Film ist eine absolute Graupe. Oh, eine knackige Riesengurke. Ich würde den nicht mal Trash-Fans empfehlen, weil die langweilen sich eher zu Tode. Zu Tode. Ja, zu Boden auch, ey. Zu Boden definitiv. Und damit sind wir eigentlich auch durch mit unserem erotischen Reigen, ja. Ihr könnt uns natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen was zu erotischen Ausschweifungen hören möchtet, zu waschechten Klassikern, vor allem so aus dem Vintage-Bereich, weil wir die neueren Filme, die sind heutzutage mit Models besetzt, die alle schön sind und wenn ein Star sein willst, musst du extreme Szenen drehen, wo du am besten hinten drei Gurken irgendwo stecken hast. Ja, guckt euch den Film Pleasure an, da wird das genau aufgegriffen. Die damaligen Erwachsenenfilme waren da schon ein bisschen anders. Da ging es nicht um diese Extreme. Die Extreme kam erst später mit diesen ganzen BDSM und was da nicht alles für Quatsch gibt. Bin ich auch nicht so der Fan von. Ja, heute müssen auch alle unechte Titten haben.
Das muss, ist ja ein Muss. Alle haben ausgestopfte Titten, ausgestopfte Ärsche. Genau, das wollte ich gerade sagen. Alle chirurgisch schön nachgebessert. Ja, ja, natürlich ist, ist ganz klar, wenn man irgendwann zerbombt ist, ist es egal wo, vorne oder hinten. Ja, aber das ist doch jetzt auch Mode, dass man sich die zerbombten Schamlippen, nein, die Scheunentore wegschneiden lässt und weglasern und wegätzen, whatever. Nee, hey, irgendjemand hat mal gesagt, Scheunentore. War das nicht Morph, der gute Morpho, Morphinium? Ich glaube, Morpho war es. Mit ja. Scheunentore, irgend sowas. Oder das war der Matze, unsere Bundesfilmanstalt. Ich weiß genau, nicht. Genau. Der natürlich. Einer auch, von beiden war es. Der sich auch so ein bisschen mit Erotik ein bisschen auskennt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr, unten in den Kommentaren könnt ihr eure Gedanken hinterlassen. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht schweinig genug und konnten euch unsere Gedanken zu den Werken darbieten. Ja gut, ich musste, oh, ja gut, ich musste das jetzt einfach disclaimen. Das ist unsere eigene Meinung zu dem Film. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben. Ihr könnt euch die Dinger anschauen, falls ihr euch das antun wollt. Ansonsten guckt euch lieber irgendeinen Effekt-Porno an. Da kommt, glaube ich, vielleicht gleich bei rum. Ich glaube, nee, kommt nicht dabei rum. Ja, und dann sehen wir uns dann sicherlich irgendwann, wie... Ja, wir hören und wir hören uns irgendwann wieder. Ja. Wer ist? Ich, jetzt mal hinter uns, über uns, neben uns. Unter in mir, uns. In mir drin? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Die, die Nackten und die Reichen und so haben mich jetzt total durcheinander gebracht. Vielleicht wird auch die Josephine irgendwann nochmal Thema sein. Thema sein. Wer weiß, wer weiß. Ich würde jetzt nochmal einen Raum werfen. Klassiker. Ich muss jetzt nochmal einen Tipp raushauen. Und zwar Rosemaries Schleckerland. Ja. Und. Da werden viele ganz spitz, ja. Ja, und ja, da sind immer die Zuckerdosen geöffnet. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht geschmolzen. Und wir ja, hören uns, wie es schon die Studie gesagt hat, irgendwann wieder. Zu einer weiteren Folge. Jetzt mal unter uns. Unter mir. Ja, oder. Top ja, oder Bottom? Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ja, ein bisschen perplex, dass wir. Da schlackern die Ohren, ja. Und die Backen gleich mitten, die Lippen. Und sowieso alles andere auch. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge und dann, ja, lasst es uns wissen. Frohes Schlecken euch. Da draußen. Wünschen euch die Stute und der Lord. Ciao. Miau. Mu. Buh.